So, jetzt hat er sich da reingeportet in den Glaskasten. Sein Spawn. Morgen, Jungs und Mädels. Herzlich willkommen zu ACP Content. Jetzt haben wir gar nicht den Mapseed. Crunch. Crunch, aber habt ihr doch gesehen. Crunch, ja, aber nur ganz kurz. Ja. Wir sind schon bei der 96. Episode, ne? Sind Sie sich sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Geht auf die 100 zu. Es geht auf die 100 zu. Und dann hören wir auf mit SCP. Nee. Das war deine Idee. Du wolltest aufhören. Ja, und aber ich habe nicht gesagt, dass das jetzt hier auf official ist. Ich habe nur gemeint, dass halt langweilig ist, wenn kein Update kommt. Aber ich wollte mich erstmal hier, können uns mal bedanken, weil letztes Mal ging es voll ab mit den Kommentaren und so. Was ging es denn da um die Spiele von früher? Da habt ihr fett Kommentare geschrieben. Das fand ich gut. Das muss immer so sein. Das ist auf jeden Fall echt klasse für sowas. So, wo geht man lang? Ich weiß nicht, wo du herkommst. Und da, gehen wir mal nach Left. Left 4 Dead, gehen wir mal. Ich wäre rechts lang gegangen. Wir gehen Left 4 Dead, hahaha. Weil das ist immer der rechte Weg und so, weißt du? Deswegen, ach so, der rechte Weg. Ja. Deswegen gehe ich mal rechts. Aber ich mach's mit links. Ach so. Oh, guck mal, der Hausmeister kommt. Das ist das neue Event. Oh, der hat den gesnappt, hat er den. Und der rennt auch jetzt nicht mehr. Ja, der hat das erste Mal ja voll gepanikt, als ich den Hausmeister gesehen habe. Der kommt einfach vom Zug gerannt, Junge. Ah, der snappt den jetzt einfach. Der kommt ganz schnell raus, bam, und dann hat er. Dann gehen wir nicht runter. Vielleicht musst du ja runtergehen. Ja, okay. Das ist the only way. So, ist oft so, ja. Aber ich hoffe, heute klappt es auch ohne. Oh, das ist gut. Nee, das ist. Nein, das ist nicht so schlecht. Gut, du weißt jetzt, wo er ist, aber du bringt dir noch nichts. Dann markiere ich das heißt, mir das mal. Du musst da erst hier durch den Tunnel gehen. Ne? Nee, ich gucke erstmal wieder. Da sind noch diese zwei wertvollen, tollen SCPs da. Ja. Der Schlüssel. Schlüssel. Der Key. Und hier The Book. Der Enzyklopädie. Ja, The Book. Das nehmen wir nur, wenn wir wissen, dass wir gleich sterben. Of oder? Ist das jetzt. Warte mal, wo. Ich würde es halt erst auch machen, wenn wir hier die Pilger zum Heilen. Warte mal, wo muss ich denn? Ja, okay, oder so. Oder wenn wir halt gleich sterben. Achso, da war der. Kannst ja auflassen. Genau, dann lass ich da mal auf. Da kommst du her, aber du hast nichts zum. Da hab ich nichts zum Hinthrown, scheiße. Du hast es wieder nicht durchdacht. Ich weiß, du hattest gute Absichten, aber. Ja, danke. Danke für dein Mitgefühl. Man soll ja, wenn man Feedback gibt, immer zuerst das Positive sagen. Wow! Kranker Shit, da läuft. Das ist doch alt. Da läuft das ist die doch Brühe. Alter Case ist das. Genau, was ich nochmal sagen wollte, hier mit dem Kommentaren. Ja, das wünsche ich mir öfter. So, den Dialog mit euch. Da kommen wir her, lassen wir mal an. Wenn du einen Dialog möchtest, dann kannst du auch einfach auf das All-SCP-Video klicken. Oh, schreib einfach nur Germans irgendwas und dann passt es schon. Ja. Krieg ich wieder Response. Germans are Nazis. Ja, genau, so schreibe ich das. Ja. Oder irgendwas mit Bronies. Ja. Können wir auch machen. Wenn du das dann eine heftige Diskussion hast. Könnt ihr mal, wenn es euch interessiert, unter das All-SCP-Video schauen, da sind die fetten Diskussionen am Start, ja. Bronies, die sich dissen, oder der. Ja. Der Nicht-Brownie und der Brownie. Brownie, nicht Brownie. Bro, ja, sag doch Brownie. So, jetzt blicke ich nämlich gar nicht mehr durch. Hier ist dieser. Und heute sag ich, du sagst Brownie. Brownie. Ich hab nicht Brownie gesagt. Brownie. Du hast es das falsch klang gehört. Aber so. Vielleicht ist ja auch ein Brownie gegen einen Brownie. Gibt's Sinn, ich weiß. Ich finde keine Karte. Macht mich es gibt die Möglichkeit von Infinite Hallway oder hier Dingsbums, Regal und so. Und so. Haben wir das Video eigentlich schon mal angesprochen und so? Welches uns ja schon erzählt mit der Tuse. Habt ihr euch das angeguckt? Ja, das findet doch kein Mensch. Ja, du musst einfach bei der Suche eingeben und so mit 3O oder so. 3 oder so. Kommt, oh, saugut. Kommt saugut, dann schnell. So ein Mädchen, das halt.
Richtung Spiegel so, so ihr Handy hält und dann ein Video macht. Im Hochkantmodus natürlich, ne? Wie man halt alle Videos machen sollte. Ja. Und dann sagt sie, ja, ich wollte nur sagen, dass ich dich verliebe und so. Bitte zeig das Video keinem. Also ich hocke. Ich sehe voll fett aus und so. Ich hocke mal die Maske auf. 10 Tonnen Schminke und so. Und so. So spricht sie dann. Das ist ganz lustig eigentlich. Ein bisschen Fremdschämen und so. So. Ich habe ja in einem Video habe ich ja den echten Gangster reingeschnitten. Kennst du den noch? Ja. Fand ich jetzt aber jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ich fand das so zu früh übelst abgefeuert. Ich bin ein echter Gangster. Kennt es noch jemand? Vielleicht kennt es ja noch jemand, diese echten Gangster-Videos. Ich bin ein echter Gangster. Das hat er immer gesagt. Ich habe schon mal gewiekst oder so, keine Ahnung. Ich habe mal gewiekst. Warte mal, ich sollte eigentlich weitergehen. Ich sollte zurück, aber vielleicht kommen wir im Kreis. Ne, glaube ich nicht. Ne, stimmt, es ging ja nicht weiter. Oh, Arschloch. Blink! Mauspack! Ah, yes, geschafft, Junge! Ja, was gab's denn früher noch? Fürs Erste. Was ich früher gefeiert hab, die Harry Potter Synchros von Cold Mirror. Ich hab nur Tweet gefeiert. Leute, das hab ich nie gesehen, Mann. Echt nicht? Nee, aber weil ich halt Herr der Ringe nicht, noch nicht gesehen habe, deswegen hat es mir nämlich keinen Sinn. Warte mal, ich kann da rein. Das ist der Endless Room, dann soll ich die Karte holen. Hol mal die Karte. Ja. Ich habe Lord of the Rings nie gesehen, deswegen habe ich mir Lord of the Read auch nie angeschaut. Ja, ich meine, du musst sagen, das Original nicht kennen, ist halt neu synchronisiert und hatte dadurch einen ganz anderen Sinn irgendwie. Okay. Und ich meine, so grob, worum es in Herr der Ringe geht, weißt du ja. Um Ringe? Hast du echt keinen Plan? Nein. Okay. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Ich merke das immer, weil ich immer in die rechte Tür beim Hallway rangehe. Und deshalb, okay. Wenn ich da rausgehe, dann gehe ich dann immer links weiter. Ja, aber du weißt nicht. Hier weiß es nicht. Na, ist egal. Ich guck mal. Wie klar, wenn ich rechts rangehe, gehe durch und komme auf der anderen Seite wieder raus. Dann gehe ich dann nach links. Ich weiß, ich bin in Endless Room und weiß nicht, auf welcher Seite ich wieder raus bin halt, verstehst du? Dann weiß ich auch nicht, dann bringt mir das alles nichts. Ja, gehen wir mal da lang. Das kannst du nicht bringen. Aber ja, da ist die Tür offen, da kommst du ja wahrscheinlich her, oder? Nee, ich hab da gerade schon geschaut, deswegen ist es offen. Ach, gehen wir einfach mal da lang. Was machst du denn? Ist ja eigentlich egal. Nee, da war ich noch nicht, schau. Ja, heute neu. Genau, was gab's noch? Cold Mirror. Was hab ich noch geschaut? Kennst du noch den Assi Toni? Ja, den fand ich gut. Der muss Den hab ich gefeiert. Der Assi Toni. Kennt den einer von euch, Leute? Ich hab schon mehr gefickt, wie ich gepisst hab. Was sagt der? Die Weiber sind alle. Alles abgefuckte Fotzen. Genau, abgefuckte Fotzen, habe ich gesagt. Hängen geblieben. Das ist er! Das ist der Mann fürs Leben! Das ist ein echter Assi gewesen. Oh, sollen wir da mal runter? Da kommt doch nur hier der Ding. Können wir überhaupt die benutzen dafür? Na ja, klar. Das ist Level 2 oder 3, glaube ich. Als ob man Level 1 Opfer da reinkommt. Ich glaube, eine Level 2 braucht man dafür. Also muss ich komplett zurück, ne? Scheint so. Assi Toni, ey. Flatsch. Und was später so gehypt war, das was Labestor, das war schon eigentlich schon später. Nee, das fand ich total. Irgendwie ging es an mir vorbei. Ich hab das schon mitbekommen. Hat mich nicht fasziniert. Nee, ich hab schon. Nee, fasziniert auch mitbekommen, nicht. Aber es war halt so ein Hype. Ich hab's nicht gefeiert. Nee, gefeiert hab ich es auch nicht. Aber es war halt ein Hype, würde ich sagen. Weil das ist auch relativ neu, ne? Das ist auch schon erst vor ein paar Jahren gewesen. Damals, 45. Ja. Was gab's denn früher noch für lustige Sachen? Weiß ich gar nicht mehr. Axel Stoll. Axel Stoll, was ist das? Ja, Mikrowelle, Skalarwelle und so. Das kenne ich nicht. Die Reichsflugscheibe.
Das sagt mir voll gar nicht. Der ist aber gestorben, dieses Jahr. Im Juni, glaube ich. Ein YouTuber. Er hat Videos auf YouTube gehabt, ja. Aber das war mehr von Fans von ihm. Ach so. Ja. Der war davon überzeugt, dass die... die im Zweiten Weltkrieg oder so mit Strahlenwaffen experimentiert haben. Okay. Ja, da zum Beispiel erzählt von der KSK, der Kraftstrahlkanone. Die konnte 4 Zoll dicke Panzerplatten knacken. Und zwar vom Weltall heraus. Ah ja. Genau. Kennst du diese SpongeBob-Verarsche an der Tanke? Das? Nein. Egal. SpongeBob habe ich eigentlich auch nie gemacht. Doch, das könnte ich mir jetzt anschauen. SpongeBob. Oder Leute, was sagt ihr? SpongeBob ist doch zum Feiern. Mit. Aber das mittlerweile ist nicht mehr lustig. Da gibt es eine neue Folge. Ich glaube, das ist so toll. Don't Together finde ich fest. Don't Together, ja, das ist auch lustig. Mann, ich musste heute erst an so eine bestimmte Stelle denken. So ein Tumor? Nein, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich musste rauslocken. Achso, ja. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, dann fällt es mir sowieso nicht wieder an. Das kannst du vergessen. Kein Mausbug, bitte. Hat man jetzt in der Episode noch gar nicht, oder? Ja. Ich bewege auch die Maus nicht, wenn der Penner da ist. Ich versuche einfach. Ne, da muss jetzt rein, ne? Geil, jetzt haben wir's. Da muss ich rein, und ich komme da nicht rein. Da kriegst du dann den Level Du. Machen wir hier mal zu, sonst kommt der hier rein. Weil dann ist... Ja, du sagst immer, der kann die Tür nie aufmachen. Ja, ich glaube, der kann die aufmachen, aber... Naja. So, jetzt hat er sich da reingeportet in den Glaskasten. Sein Spawn... Sein Spawnpoint ist das... Alter! Sein Spawnpoint... Fuck! Damit habe ich halt gar nicht gerechnet. Ja, aber es hat auch nicht geklärt. Sau erschrocken. Ey, so hat mich noch schon nicht mehr erschrocken, ey. Crunch. Ja, guck, der hat gecrunched. Das seht ihr jetzt nochmal. Ja, lass mal's für heute. Ja, eigentlich ist das Pensum erfüllt hier, würde ich sagen. Ja, zweite Folge. Ich fand, war wieder gutes Gelaber. Schreibt mal, was ihr hier noch von früher so für YouTube-Videos kennt, was ihr gefeiert habt. Oder was. Ah, das hast du vergessen. Du Bengel, ich hab's nicht vergessen, ich finde das jetzt hier. Du hast damit gerechnet, dass wir länger spielen, ne? Ja, eigentlich schon. Das hier sind unsere Autogrammkarten. Und da spiegelt sich irgendwas. Ja, das Licht vom Monitor. So, ist besser? Ja. Jetzt, es reicht langsam. Oh, jetzt ist da so. Ja, hast du jetzt mal überlegt, wer die kriegt? Nee, hab ich nicht. Ja. Machen wir das Bild mal nach, so. Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Ich hätte einfach mal gesagt, die ersten 10, die gehen aufs Haus. Und zwar benden wir jetzt hier eine E-Mail-Adresse ein. Ja. fearinghd@gmail.com, glaube ich. Ich weiß nicht, wenn du es jetzt falsch gesagt hast, musst du halt dann ein Mikrofon... Nee, aber so wie es eingeblendet ist, ist es auf jeden Fall richtig. Mikrofon übersprechen. An die könnt ihr eure Adresse schreiben und dann kriegt ihr sie dann im Laufe der nächsten Tage zugeschickt. Die ersten 10. Wir haben erstmal nur 10, weil wir gucken wollten, wie die Druckqualität ist und so. Und so. Und ja, wenn dann noch weiter Interesse besteht, dann bestellen wir Nachschlag. Ja. Aber jetzt heißt es erstmal, wer zuerst kommt. Erstmal die 10 loskriegen. Der malt die erste Autogrammkarte. Ja. An die eingeblendete Adresse. Richtig. Ja. Ihr könnt übrigens das Video auch teilen, wenn ihr wollt, dass wir an Bekanntheit hier, wie sagt man? Gewinnen. Gewinnen, unsere Bekanntheit steigen. Ja. Damit dann zur 100. Episode... Teilen, liken, abonnieren, falls ihr nicht habt. Damit zur 100. Episode unsere Videos Leute da sind. It helps a lot, ja. Und ja, das war's dann eigentlich so. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein, was man hier noch sagen könnte. Es ist eigentlich alles gesagt. Ihr seid natürlich die Besten. Danke für die Kommentare immer. Das feiere ich immer. Und dann feiern. Das feiere ich ja. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Let's Play.
Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald.